In diesem Video geht es ums Gewächshaus und um Mulch. Kennt ihr Mulch? Mulch ist eine ganz wichtige Sache für eure Beete, egal ob im Gewächshaus oder draußen. Das deckt die Erde ab und hält die Feuchtigkeit drin und unterdrückt das Unkraut. Ganz tolle Sache. Was könnt ihr nehmen als Mulch? Stroh, Heu, Rhabarberblätter, Brennnesseln, ausgerupftes Unkraut, solange es keine Samen drin hat. Genauso wie beim Heu, es muss samenfrei sein. Oder Laub. Alles Mögliche, was die Erde abdeckt und was mit der Zeit auch verrottet. Anders wie das hier, so eine Folie, die werde ich dieses Jahr verwenden hier im Gewächshaus. Auf der einen Seite, ihr wisst ja, ich hatte hier die Samtfleckenkrankheit drin. So ein Pilz, ähnlich wie Kraut- und Brautfäule, bloß dass die Samtfleckenkrankheit die Früchte nicht befällt, ist also eigentlich nicht ganz so schlimm. Andererseits ist sie wohl sehr hartnäckig und bleibt immer auf den Tomaten, bleibt lange im Gewächshaus. Deswegen habe ich das Ganze hier ja mit Senf behandelt, wie das gegangen ist in diesem Video. Und deswegen zusätzlich werde ich hier noch abdecken, damit von unten auf keinen Fall wieder irgendwelche Sporen auf die Tomatenpflanzen kommen können. Zum Zweiten, diese Seite hier, das ist meine Versuchsseite, die werde ich nicht mit Folie abdecken, sondern mulchen. Und mit was, seht ihr gleich. Aber zuerst zeige ich euch noch, wie ich den Senf im Gewächshaus untergegraben habe. Das ist ja auch ein prima Gründünger. Und meine Hühner, die dürfen derweil raus. Immer wenn ich im Garten bin, lasse ich sie auch raus. Aber ihr wisst, gegen Marder und Fuchs läuft hier ja ein Stromzaun. Und die Metalltür werde ich wohl kaum aufmachen, während der Strom hier drauf ist. Sonst kriege ich ordentlich eine gewischt. Deswegen zuerst den Strom ausschalten, dann prüfen, kein Strom mehr drauf. Jo, jetzt kommt raus. Put, put, put. Ist immer wieder eine Wonne, die Hühner rauszulassen. Sie mögen es halt schon gerne im Grünen zum Scharren. Sie dürfen jetzt auch mit ins Gewächshaus kommen, wenn Sie wollen, hier rein. Basiert alles auf freiwilliger Basis. Und freiwillig gehen Sie auch ins Gewächshaus rein und helfen gerne dabei. Erstmal kommt der Tropfschlauch auf die Seite. Echt ein tolles Teil, muss ich sagen. Verlinke ich euch unterm Video. Hier in der Ecke, da muss erstmal so ein Gras raus mit ganz langen Wurzelausläufern. Da bin ich ein bisschen beschäftigt, bevor es dann ans Umgraben vom Senf geht. Ja, nicht umgraben, sondern untergraben. Oh, und da sind die Hühner dabei, die helfen da gern und finden den ein oder anderen Regenwurm oder Engerling oder irgendwelche Samen. Ja, das macht schon Spaß. Und hier habe ich noch eine ganz spannende Frage für euch. Müssen Landwirte Abgaben bezahlen, wenn sie einen Teil der eigenen Ernte wieder für die Aussaat in der nächsten Saison verwenden wollen? A. Ja, Landwirte müssen für selbst geerntetes und ausgebrachtes Saatgut Nachbaugebühren bezahlen. B. Nein, da es sich um selbst geerntetes Saatgut handelt, fallen keine Kosten an. C. Gebühren fallen nur dann an, wenn der Landwirt das Saatgut gegen Vogelfraß beizen lässt. Schreibt's doch mal in die Kommentare, welche Antwort ihr euch vorstellen könnt. Wir Hobbygärtner, wir machen das ja fast immer, ne? Von den eigenen Tomaten das Saatgut nehmen und wieder aussäen. Aber wie sieht's beim Profi-Landwirt aus? Also schreibt's in die Kommentare A, B oder C. Die Antwort, die kommt noch hier im Video, also bleibt dran. Die Hühner hier, die nehmen gerne Sandbäder auch. Hinten rechts sieht man das schön. Es ist ganz wichtig für ihr Gefieder gegen Ungeziefer, denn wer Hühner hat, der weiß es, die haben Federlinge oder irgendwelche Läuse und damit kriegen die wunderbar los. Also immer irgendwelche Sandbäder bereithalten. Jetzt geht die andere Seite los, auch hier wieder den Tropfschlauch auf die Seite zuerst und dann die Senfsaat, die aufgegangene, untergraben. Ach, bin gespannt, wie das funktioniert. Die Hühner lieben das und der Hahn ist immer mittendrin, immer mit dabei. Es ist schon eine ganz schöne Arbeit, geht ganz schön in den Rücken und leider geht es nicht so schnell wie hier im Flotti-Rigotti-Schnelldurchgang. Es ist reine Körperkraft. So, jetzt ist gleich alles fertig umgegraben und jetzt werde ich es mal abtrocknen lassen, was noch übrig geblieben ist, was ich nicht untergraben konnte, denn ihr seht, es liegt schon noch einiges oben auf den Beeten drauf. Und warum mache ich das Ganze nicht mit meiner Agria-Fräse?
Ja, zum einen ist er ein bisschen groß fürs Gewächshaus und zum anderen haben wir hier ja mal ein Gitter gegen die Wühlmäuse vergraben. Und ich will nicht, dass die Fräse hier ans Gitter kommt. Die Erde hier im Gewächshaus, die habe ich schon vorbereitet und zwar mit Oskorna Hum. Das verwende ich ganz gerne hier. Das ist so ein Stallmistdünger. Das ist das hier. Keine Werbung, denn habe ich mir selber gekauft. Und mit Hornspänen, wenn man genau hinschaut, kann man sie hier so zwischendrin so ein bisschen liegen sehen. Guter Langzeitdünger für Stickstoff. Das Ganze habe ich mit dem Rechen untergearbeitet, eingearbeitet und da kommt jetzt der Mulch drauf. Die Frage ist, wo bekomme ich jetzt Mulch her? Im Moment habe ich weder Rhabarberblätter noch Brennnesseln, Stroh habe ich auch gerade keins, Laub auch nicht, Unkraut ist auch noch nicht so viel da. Ich glaube, die Lösung sind Hackschnitzel. Hackschnitzel sind ein super Mulchmaterial. Aber wo kriege ich jetzt Hackschnitzel her? Ja, servus Erwin, Florian hier. Du hast doch da so einen Haufen Hackschnitzel rumliegen. Kann ich da welche abkaufen von? Ja? Ja, gern mit Lieferung. Ja, cool. Bis gleich. Danke. Ciao. Kommt er schon? Ist der Erwin aus dem Nachbardorf? Kennt ihr schon aus diesem Film hier? Schaut mal rein. Da seht ihr, wie Hackschnitzel hergestellt werden. Auch interessant. Wohin? Da, auf dem Platz. Okay. Also, kannst du Seite abkippen? Ja. Ja? Einfach da auf den Platz. Ja, genau. Ja, sowas hätte ich immer gerne hier, so ein Kipper. Das ist natürlich göttlich. Ich kann seitlich kippen oder nach hinten. Allerbeste Qualität, sehr schön. Ich freue mich, mein Garten natürlich auch. Perfekt, leer. Lagerzeit, das war schon wieder. Keller. Für den Hühnerstall und zum Mulchen für den Garten. Sind wir jetzt so ein bisschen feucht? Scheißegal. Das war jetzt du. Egal, wenn es feucht ist, wie gesagt, ja. Ich nehme es eh zum Mulchen her. Mhm. Eigentlich zu schad, gell, aber wo hast du es her? War eigenes Holz. Vom eigenen Wald auch, ja? Ja, wo beim Wolfgang Darker, da habe ich die dann auch. Ah, genau, mal. Hast gleich mithacken lassen. Ja. Weil Brennholz brauchst du nicht, oder warum? Das war lauter so Abfallkacke, wo ich keinen Bock hatte zum Spalten. Was klar war. Ja, ja. Hast du noch kurz Zeit für ein Bierle? Schon. Ich habe aber nur Weißbier. Welch einen Schaden? Trinkst du schon? Sicher, gut. Gut. Ja, perfekt. Nee, bloß gleich um. Ja. Da sieht man halt. Gelernt ist gelernt. Im Anhänger, mit so einem Deichselanhänger rückwärts fahren, das ist die Hölle. Ich habe es nie gelernt, also nicht geschafft. Ich hatte ja einen. Ein Gummiwagen, genauso etwas ähnliches wie das, ohne Kippfunktion. Rückwärts fahren, keine Chance. Erwin macht es, ja. Wieder eins. PKW-Anhänger. Nur eine Achse, eine Deichsel, eine feste Deichsel, gar kein Problem. Fahre ich blind quasi, aber so ein Ding geht nicht. Dann gibt es ja Leute, die fahren zwei Anhänger gleichzeitig noch rückwärts. Muss ich mal fragen, ob er das kann. Kannst du zwei Anhänger gleichzeitig rückwärts fahren? Nee. Wir haben wenigstens 3,4 drin, also ist ja schon was. Ich brauche kein Weizenglas. So. Nein? Nein. Immer Maurerwurzen.
fürs Fahren noch. Danke dir. Das sag ich auch, danke. Super. Reicht, ist das okay fürs Fahren? Sicher. Ja. Das haben wir eben mit dem Bier ausgemacht. Ja, aber... Warst du so weit, bist du ja nicht weg, oder? Das Problem ist, wenn ich mit meinem Hänger jetzt runtergefahren wäre und aufgeladen hätte... Mit dem Autohänger, oder? Ja, da fahrst du oft. Eben. Da fahrst du lang. Und das, weißt du, das Schaufeln und alles. Oh. Ja, ich verstehe dich. Qualität und Preis, die sind mir wurscht. Ich kaufe mir Holz beim Durst. Wenn du wieder was brauchst, dann rührst du, gell? Ja, mache ich. Vielen Dank. Ich weiß ja, wo ich wohne. Ich finde die Jogi nicht mehr. Okay. Ciao, Erwin. Vielen Dank. Servus. Das ist halt ein gescheites Gespann. Ordentlicher Traktor. Mit einem Kipper. Ah, Kipper wäre einfach toll. Hackschnitzel. Und das ist das neue Gold für meinen Garten und für den Hühnerstall. Das zeige ich euch. Irgendwie brauche ich mal was anderes. Was findet ihr besser? Diesen Hut oder diese Mütze? Schreibt es in die Kommentare. Was wirbst du denn? Hackschnitzel, ihr Mulch fürs Leben. Auch selten, dass ein Flieger mit sowas rumfliegt. Bei meinem Japaner oder Kippkuli hier habe ich außerdem die Reifen gewechselt. Hier hatte ich so PU-Reifen drauf, unkaputtbare, kann man durch Nägel fahren und alles. Aber diese Reifen sind einfach sch**. Warum? Weil die, wenn man die Karre länger stehen lässt, mit Gewicht drauf platt werden, dann kriegen sie so eine Beule und die bleibt drin. Auf jeden Fall ziemlich lange. Und wenn man dann fährt, macht es immer Pong, Pong, Pong. Macht keinen Spaß. Hier habe ich wieder Luftreifen drauf. Super.
Holz oder diese Hackschnitzel hier, wenn das sich zersetzt, verbraucht es ja Stickstoff. Aber es ist kein Problem, da ich es ja oben aufs Beet auflege als Schicht und nicht in den Boden einarbeite. Und somit, bis sich das zersetzt, dauert es ewig. Und im Boden, da habe ich ja schon ein bisschen Stickstoff mit Hornspänen eingearbeitet. Jedes Pflanzloch der Tomaten bekommt nachher noch so eine Handvoll Stickstoff. Ihr werdet sehen, die Tomaten werden da gut wachsen. Und wie ihr seht, mache ich den Weg auch noch mal frisch mit Hackschnitzeln zu. Denn auch da können sich Sporen von dem Pilz befinden, die dann auf die Tomaten übergehen. Deswegen hier eine schöne dicke Lage Hackschnitzel. Und ich glaube, dann habe ich Ruhe. Hackschnitzel, die sind jetzt im Gewächshaus verteilt, hier vorne auch noch, da hinten mit Folie, auf der Seite komplett mit Hackschnitzel. Jetzt kommen meine Tomaten rein. Ja, jetzt hoffe ich sehr, dass die Tomaten hier im Gewächshaus mit den Hackschnitzeln richtig schön gesund wachsen. Ohne diesen Pilz, ohne diese Samtfleckenkrankheit. Drückt mir dazu die Daumen, drückt am besten gleich auf den Daumen rauf unter diesem Video. Ein Zuschauer hat noch gefragt, was ist denn mit meiner neuen Brille? Ja, hier habe ich sie wieder auf. Ich habe mir Gleitsichtgläser reinmachen lassen, einfach damit ich besser gucken kann. Hier oben in die Ferne und hier unten im Nahbereich zum Lesen. Klappt ganz gut. Und dann werden die Tomaten gepflanzt. Im ersten Schritt richte ich ein bisschen die Tropfschläuche aus. Dann buddel ich Löcher. Und dann kommen die Tomaten rein. In den ersten Reihen hier sind das die Black Cherry. Eine herrliche Tomate, mag ich sehr gerne. Erstmal ein Loch buddeln. Dann werfe ich hier aus diesem weißen Eimer so eine Handvoll Hackschnitzel. Nicht Hackschnitzel, sondern Hornspäne in das Loch rein. Wird ein bisschen mit Erde vermischt. Dann kommt die Tomate rein. Möglichst tief eingesetzt. Das verträgt die gut, hat einen guten Stand später und ihr habt weniger Probleme mit dem Gießen, weil die Tomate sich die Feuchtigkeit von unten besser holt und es funktioniert einfach gut, sie bildet viele Wurzeln. Nach der Black Cherry habe ich angepflanzt die Journey Prince auf dieser Seite, dann die Flaschentomate Mom's Paste, die ist auch spitze zum Einkochen und die Ananastomate folgt ganz hinten dann. Das sind einfach die Tomatensorten, die für mich ganz wichtig sind, meine Brot- und Buttertomaten. Und die ganzen anderen Tomatensorten, insgesamt baue ich dieses Jahr, glaube ich, so 26 oder 28 verschiedene Sorten an. Die kommen dann auf die andere Seite und in mein kleines Gewächshaus, das andere Gewächshaus im Garten, zusammen mit Chili, Paprika, Wassermelonen, Honigmelonen, der Luffergurke und dazwischen immer viel Basilikum. Vielen Dank auch an alle, die bei den Abstimmungen hier auf dem Rigotti-Kanal mitmachen. Hier hatte ich zum Beispiel gefragt, der Trick mit dem Senf im Gewächshaus. Ich habe ja gemahlenen Senf vergraben in der Erde gegen diesen Pilz der Samtfleckenkrankheit. Ob es funktioniert oder nicht, was ihr da meint. 21% haben nur gesagt, ja, auf jeden Fall. 11% niemals. Und 68% sind unentschlossen, wie ich selber auch. Es ist ja ein Versuch. Ich bin sehr gespannt, wie gesund die Tomaten dieses Jahr wachsen werden. Und auch interessant, diese Umfrage hier, die steigenden Lebensmittelpreise. Baut ihr deswegen mehr im Garten an oder genauso viel wie sonst? 38% haben gesagt, ja, ich werde dieses Jahr mehr und gezielter anbauen. 44%, nee, ich werde genauso gärtnern wie die Jahre zuvor. Und 18% haben leider gar keinen Garten, Balkon oder Terrasse.
Ja, bei mir, ich werde schon ein bisschen gezielter vorgehen, aber das werdet ihr sehen. Bleibt also dabei. Ah, und fast vergessen zu zeigen. Vor ein paar Tagen hatte ich noch die alte Brille auf und meinen Strohhut. Da habe ich noch Kohlrabi gepflanzt. Hier mit dieser wunderbaren Pendelhacke gehe ich über die Beete und hol damit das Unkraut an die Oberfläche. Funktioniert super, diese Pendelhacke, bin da sehr zufrieden mit. Ich bin hier an meinem Steinhochbeet und mit dieser Pendelhacke geht man einfach vor und zurück, legt das Unkraut damit oben drauf und dort vertrocknet es dann. So ein bisschen größere Unkräuter, die hole ich gleich so raus, bevor sie sich wieder anwurzeln. Dann kommen meine Kohlrabi an die Reihe. Ich mache in die Erde einfach ein Loch und setze die Pflänzchen dort ein. Ich mache das Loch recht tief, nur damit die Erde schön gelockert ist, damit die Pflanzen sich schön entwickeln können. Wichtig ist auch ein einigermaßen großer Pflanzabstand, dass die Kohlrabi oder allgemein die Pflänzchen nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Und ich komme später auch mit der Unkrauthacke besser durch. Wichtig ist, nicht tiefer einsetzen, als die im Töpfchen hier gewachsen sind, sonst kann sich die Knolle hier nicht entwickeln. Anders als bei Tomate oder Chili, Paprika, auch Gurkengewächse, die könnt ihr ein bisschen tiefer setzen. 23 Kohlrabi-Pflänzchen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und hier rechts, da habe ich noch Radieschen. Die muss ich ein bisschen ausdünnen. Die stehen zu dicht aneinander. Ein bisschen Knolle hat sich schon gebildet. Na, sollte man eigentlich nicht wegschmeißen. Die könnte man gleich ein bisschen waschen und essen. Und da rechts, da habe ich noch 3 Reihen Karotten. Und ganz rechts eine Reihe Knoblauch. Dann geht's wieder ins Haus und hoffen, dass kein Frost mehr kommt in der Nacht. Ah, einfach herrlich, wie diese Apfelblüten duften. Sowas Schönes. Und die Bienchen, ja, die mögen es auch gerne. Und dann kommt ja noch die Auflösung zum Rätsel mit dem Saatgut. Dazu rufe ich den Erwin nochmal an. Servus Erwin, du, Frage. Musst du Abgaben bezahlen, wenn du dein eigenes Saatgut, das du geerntet hast, wieder in der nächsten Saison zur Aussaat verwendest? Ah, aha, ja, das ist interessant. Okay, Erwin, vielen Dank und danke nochmal für die Hackschnitzel. Ciao. Folgendes. Ja, Landwirte müssen Abgaben zahlen, auch wenn sie das eigene Saatgut ernten und das wieder verwenden. Dazu gibt es eine Abgabestelle, da muss man Lizenzgebühren bezahlen, wenn man so ein Saatgut wieder ausbringt. Aber nur für Z-Saatgut, also für zertifiziertes Saatgut. Es gibt aber auch freies Saatgut. Da verlinke ich euch mal was unter diesem Video, schaut mal rein. Also lizenzfreies Saatgut. Finde ich eine klasse Idee. Schaut mal bitte rein. Wenn ihr richtig viel Lust habt, im nächsten Video wieder dabei zu sein, drückt doch auf den Abo-Button. Ich würde mich riesig freuen. Hier gibt es interessante Geschichten. Hier gibt es ein geiles Wetter. Schaut euch mal diese Wolkenformation hier an. Und es gibt viel aus dem Rigotti-Garten zu erzählen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ahoi, sagt euer Selbstversorger Rigotti. Ist das dein einziger Schlepper oder hast du noch andere? Insgesamt hätte ich so gesehen 4. Ah, aber pflügen tust du mit dem? Ja. Fendt? Der andere ist auch ein Fendt, aber das ist der ohne Motorhaube. Oh. Geräteträger. Ah, hast du noch einen? Ja, die sind doch geil, die Dinger. Der große, ja. Der ganz große. Schönes Gefährt. Oh, super. Ja. Mhm. Hat was. Da geht wenigstens kein Motorhaube im Weg um. Das ist scheiße. Hast du eine Pritsche drauf, einen Kipper? Nein, bei dem nicht. Das ist der größte, der hat 120 PS. Mhm. Da machst du was nochmal. Das noch. Waren die alten dann, oder? Mit Kipper oder? Eher bei den alten, ja. Mhm. Die Kleinen, die haben es noch eher drauf, ja. Die Rentnerschlepper sind es ja. Nicht. Oder für solche wie die wäre das auch noch was. Aber die kosten mittlerweile auch richtig Geld. Die sind unbezahlbar. Ja. Also ich sag, eher frei, das ist ja brutal. Wie die alten Unimox, ja. Auch unbezahlbar. Mhm. Kosten schon bald mehr, wie es damals neu kostet. Ja, Sammler halt, gell. Das ja. Ist das Problem. Ich bin mit meinem Ding so, mit meinem Güldner so zufrieden. Geiles Teil. Für die gelangt das, vielleicht hast du einen Frontlader dran, die Säulen hinten dran.
eigentlich perfekt. Der Frontlader ist halt... Ja, jetzt brauchst du schon wieder einen Industriefrontlader. Ja, ah, ja. Mann. Ich hatte ja mal einen, weißt du, den Fendt, den orangenen. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, ja, der Bulldog-Packer da. Boah, der hat halt Kraft und einen riesen Frontlader und Industrieding. Ne? Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen nervig, ne? Wenn du die Schaufel, wenn du die nicht optimal einstellst dann, und du willst irgendwas... abziehen ja, oder dann so, haben wir stichst halt ein. Genau, dann hebst du noch ein bisschen an und den letzten Moment, wenn er taucht, die Schaufel und du boppst, da bist du drin. Genau, das ist halt, das geht halt das mit so einem Industriefrontlader. Ja, ich weiß schon, das ist ja gehen. Hast du irgendwas zum Verstellen zumindest? Ja, auch nicht, ich fahre bloß ganz normal wie du. Ja, könnte man ja machen, oder? Also gibt's ja so könnte ich schon mal, aber das ist der Bulldog nicht geeignet. Weil der hat so eine gefederte Vorderachse, weißt du, wo die Achsschenkel federn, da ist eigentlich, die sind ja normal schon gar nicht vorgesehen, dass eigentlich ein Frontlader hinkommt. Okay. Naja. Naja, aber das meiste geht ja sowas, so ein Haufen aufladen und sowas. Ist das ja, ist ja, ja muss so. Hast du es mit dem gemacht? Mit der, ja. Stehst du aber auch eine Weile dran, oder? Mit so einer Schaufel dann, mit der kleinen Schaufel. Ja, du musst jetzt gleich neben den Haufen hinfahren, du musst jetzt nicht fahren. Ja, aber es passt halt nicht so viel rein, ne? Wenn du siehst, du hast so einen Knicklader. Ja, die anderen, wenn du anschaust, du zack, puff, fertig, dann denkst du, danke. Aber echt, ja. Aber für das, was du brauchst, gelangt mir der. Aber jetzt, wenn man hört, dann... Habe ich noch einen Stapel lauter heimstehen daheim zum Rumbeigen. Hey, gut. Der Mario mit seinem New Holland, so zufrieden ist er jetzt auch nicht, weißt du, und hätte so gern den Güldner zurück. Dem weint er schon nach. Ja, das ist einfach, das war damals waren das einfach die Billigschlepp und der hat nur die einfache Ausführung gekauft. Das ist ja normal, aber so wie für ihn. Der New Holland, meinst du? Ja. Aber für ihn klang der normal. Ja, locker. Aber was ich natürlich, wenn ich überlege, vor zwei Jahren, wann das war, wo der Wolfgang mich mal angeschrieben hat, ob ich mal schnell vorbei, wenn ich mal die Richtung komme, ob ich vorbeikomme, ja, die Kiste hat noch keine 1000 Stunden, oder hat er vielleicht 1000 Stunden drauf, hat halt das Alter, aber dann saut vor der Achse. Was hältst du von den New Holland-Dingern? Ja, schneiden. Echt? Ich muss nicht. Wenn du dir heute einen neuen Bulldog kaufen würdest, was würdest du denn kaufen? Einen neuen? Einen neuen? Puh, das ist ein Luxusproblem. Einen neuen? Der Fendt ist auch Steier, hat schon wieder Verkaufswert. Ich wäre eher vielleicht Käse Steier oder sowas. Habe ich damals eigentlich gesagt, bevor ich den großen GT gekauft habe. Aha. Und einen gebrauchten, was wäre da so ideal? Was jetzt aber auch zum Arbeiten gut wäre, ne? Also nicht ein Oldtimer. Sondern momentan kann ich ehrlich gesagt, ich kenne momentan gar nichts kaufen, weil ich sage, für das, was die jetzt kosten, gerade alles teuer krank ne? Ist ja wie bei der Art, das ist überall schon ein Schwachsinn. Ja, du, wenn ich mein GT anschaue, die Kiste, die hat jetzt was hat denn der drauf? Ja, da haben wir aus zwei Uhren gebaut. Hey, ja, die haben ein bisschen das Feuerproblem im Unter der Kabine. Ja, wenn sie nicht gescheit auf Pflege brauchen, sie viel. Aha. Muss halt immer sauber haben, sonst kann es ja passieren, dass wir warm werden. Okay. Sonst bekannt dafür. Das heißt, einer ist die abgebrannt? Nein, mir gar nicht, ich habe vorher keinen gehabt. Ach so. Dann hat man zwei gekauft und einen draus gemacht. Ah, okay. Zwei aber kaputt. Nicht die, das hat ein anderer zuerst gemacht und von denen habe ich dann halb fertig gekauft und dann habe ich selber noch fertig gemacht. Mhm.